Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Hotel Renovator. Ja, der Livestream gestern, es hat sich OBS immer wieder aufgehangen. Ich hoffe, dass die Folgen besser funktionieren. Auf jeden Fall funktioniert schon mal das Mikrofon. Das ist schon mal ganz gut. Ja, Hochzeitsgesellschaft hat drei Zimmer reserviert plus den Restaurant und die Hochzeitsfeier. Bedeutet, wir haben schon mal zwei Zimmer fertig, die 104. Old Uncle Joe will sleep here. Aber fertig. How about a conservative classic space? Maybe something Von from the daher deco collection? die 102, da müssen wir auch hier. This is a room for a young couple. Let's make it romantic and cozy. Some candles and a heart symbol will be a nice touch. Das auf jeden Fall hier schon mal wieder verkaufen. Ist glaube ich weg. 102. Einmal hier kurz durch. Haben wir 9? Lesen. Durchsaugen hier. So, sie wollte gerne, was wollte sie? Noch Pflanze hinzufügen, 4 Stück. Guck mal hin, junge Dame. Pflanze, so. Was Kamera Stativ hinzufügen? Das war unter Besonderes, ne? Das war unter Hightech. Stehe ich hier hin, ne? Und grüßen Sie Münsterland TV, ne? Wenn Sie was schreiben oder aufnehmen. Okay. Wir müssen uns noch um 106 kümmern. Über 204. Muss hier hinten bleiben. Und dann das Restaurant. Da haben wir schon ordentlich mit 4 da rein. Nee. Oder 2. Oder 3. 104 haben wir gemacht. 106. Heute gab es 140. Immer noch 106. Oh. Three guys booked this space. I'm sure they like to party. We could use those neon signs for the walls. Oh, okay, drei Jungs. So, hier haben wir. Mal einmal zumachen. Gespannt. Sehe ich hier nichts Wertvolles, ne? Schon mal. Ich weiß nicht, was mit OBS los war, warum er sich jedes Mal. Wahrscheinlich hätte ich es nicht. Ich da doch wieder. Streaming. Eine Stellung nehmen.
und drei Männer drin standen. Dekoration. Ah, jetzt geht erstmal los. Dann Boden wieder. Wobei jetzt hier auch erstmal so richtig langweilig. Wände. Ist dann weiß. Der kleine Zimmer auch, ne? Machen wir das Lichtgrau, oder wie das Ding heißt. Wer mir denn ganz kurz gucken, das habe ich schon. Gucken, wie man langsamer stellt hier. Oben.
So. Und jetzt hier drin noch mal. Jeden Tag zieht die Lobby an. Das mit dem Dings haben wir ja nicht gemacht, ne? Erledigt. Den Pokémon, nee, aber ich muss mal in die Lobby. Zack. Boah, die zweite und dritte Teil ist kaputt. Great job getting rid of the mud. The guests will be happy we took care of this. Und fahren wieder hoch. Machen Zimmer 106 already. Jedes Zimmer gleich. Hier. Nicht zu dritt, ne? Nochmal einen dritten Stuhl gehen. Aber die wollen nur ein Bett. Da schläft der andere hier auf der Couch. Entschuldigung.
Okay. Zwei Regale. Wartet. Dahin noch wieder so. Noch viel aufhängen. Oh no, the electricity is out. I think I saw the fuse box in the basement.
Honig. So, gucken wir mal schnell, was da noch ist. Schön über 21 Minuten. Mal so schnell hier. Hier geht jetzt bei der Marmor neu. And it's back on. Good job. Sechste war schon mit den Darmlöchern. Noch okay. Was braucht man hier? Müssten wir hier noch machen? Ich muss vielleicht auch Pause wieder eingehen. Operation, da waren wir stehen geblieben. Nur drei Herren drin, ne? Ich glaube, das hier rein. Ne? Bilder. Neon. Hier was hinkriegen. Ob das. Aber das Zimmer auch fertig. Sehr schön. Wir müssen nur das Restaurant. Wir gucken uns noch mal unten an das Restaurant. Immer wird für hier Belohnung. Okay. Sehr cool. 6. Noch mal ins Restaurant. Sollen wir das die eine Marmorecke noch machen? Marmor ist nachgeliefert worden. Dann können wir das noch hinsetzen hier in die Ecke. Hier glaube ich, ja. Hätten wir noch nicht hundertprozentig die hier unten die ganzen Sachen, aber es geht mir schon mal hin. Das sieht hier ganz schlimm aus, machen wir wieder zu, ne? Hier ein Ei finden. Was kaputt ist. Sieht das ganz cool aus hier, ne? Repariert. Ist nicht verfügbar, okay. Wir können auf jeden Fall erstmal hier entkernen. Ich
wenn man jetzt ausgucken kann, dass da ein bisschen Leben ist. Hier wird schön hell werden. Das machen wir alles dann in der nächsten Folge. Ich will jetzt nur einmal entkernen. Aber wirklich dann beim nächsten Mal uns Gedanken machen können, wie das Restaurant hier aussehen könnte. Also Grundmaße sind ja schon vorgegeben. Ja, auch noch sehen, was dementsprechend als Vorgabe kommt. Ja, was ist los da draußen? Lobby, ne? Wir müssen also hier auch noch mal Geld mit verdienen. Platz ist da. Das Fenster übersehen habe, aber auch übersehen. Jetzt sieht es ganz gut aus, was wir hier. Muss ich noch irgendwas mit einer Entfernscheibe. Wie viele Tische der haben will. Machen wir das. Machen wir das. Okay. Das sehen wir noch nicht. Aber wir haben schon mal das Restaurant entkernt. Und es kann austrocknen. Wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.